Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich kann es selber nicht glauben, aber es ist 7.30 Uhr und ich fahre jetzt zu einer Spinning-Class, obwohl ich gestern um 21.30 Uhr erst aus dem Fitnessstudio gekommen bin. Was mache ich mit meinem Leben? Ich bin auf einmal super sportlich geworden. Keine Ahnung, was hier abgeht. Also jetzt mal ohne Spaß. Es ist einfach alles ganz verrückt. Ich habe gerade wirklich gedacht so, in welchem Leben bin das ich, um 7 Uhr aufzustehen, um zum Spinning zu gehen. Aber ich bin sehr stolz auf mich, muss ich sagen. Ich freue mich tatsächlich drauf und es tut mir gut. Leute, macht mehr Sport. Es tut euch gut. Und das sag ich. Ich. Ihr kennt mich. Ich. Ich trinke gerade sogar einen Proteinshake. Ich trinke gerade sogar einen Proteinshake, während ich durchs Treppenhaus laufe, obwohl ich einen Aufzug habe. Leute, hab vergessen, euch mein Frühstück zu zeigen. Als wäre das so ein Weltuntergang und als wäre das so voll schlimm. Total egal. Aber ich ärgere mich irgendwie trotzdem, weil es sah voll schön aus. Und es hat auch super gut geschmeckt. Deswegen hätte ich das gerne mit euch geteilt, weil ihr dann vielleicht eine Inspiration für euer ganz tolles, mega krasses Frühstück gehabt. Es war eigentlich nur Joghurt mit so Dinkelflakes und Leinsamen. Es war echt nicht besonders. Aber es war total lecker. Ich habe jetzt einen vollen Bauch und ich bin jetzt ready für meinen Tauchkurs. Ich werde nämlich jetzt zu einem Tauchkurs abgeholt mit Joey zusammen. Warum wir das Ganze machen, das erzählen wir euch gleich noch. Vielleicht, wenn wir dürfen. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Vlog hier online kommt, weil ich noch die ganzen Thailand-Vlogs und alles habe, werdet ihr sowieso schon wissen, was wir machen. Und wir werden wahrscheinlich schon mittendrin sein und ihr habt bestimmt auch schon die ersten Folgen gesehen. Stand jetzt gerade, habt ihr noch gar keine Ahnung. Es ist nämlich jetzt gerade der... Irgendwann Ende Februar haben wir. Was ist heute? Der 23. Irgendwie sowas. I don't know. Ich weiß, ich bin nicht so aktuell mit meinen Vlogs, aber immerhin kommen sie, okay? Immerhin kommen sie. Bitte seid nicht sauer mit mir. Aber ich weiß, dass ihr nicht sauer mit mir seid und da bin ich wirklich richtig dankbar für. Dass sich wirklich nie jemand von euch beschwert, wenn länger keine Videos kommen oder wenn meine Videos regelmäßig kommen und sie dann aber schon ein bisschen älter sind. Weil jetzt gerade lade ich ja die ganze Zeit Vlogs hoch, aber die sind alle dann schon einen Monat alt, weil ich irgendwie nicht hinterhergekommen bin mit Schneiden, weil es einfach alles zu viel ist. Aber as I said, vielen, vielen Dank, dass ihr mir da keinen Druck macht und ich mich überhaupt nicht schlecht fühlen muss, weil ihr euch genauso sehr über die Vlogs freut, auch wenn sie schon einen Monat her sind. Es ist ja auch total egal für euch. Euch macht es ja eigentlich wirklich überhaupt gar keinen Unterschied, wann ihr den Vlog guckt. Aber ich bemühe mich, dass sie langsam ein bisschen aktueller kommen. Aber ich habe noch so viele Vlogs, die ich hochladen muss und deswegen kann ich die aktuellen halt auch immer erst später. Es ist ein Teufelskreis. Aber at least kommen wieder Videos. Woo! Guck mal, wer da ist. It's Josie. Oh, Josie. We're Josie now. Wie habe ich dich letztens genannt? Jöschen? Nee. Was habe ich nochmal gesagt? Irgendwas habe ich gesagt. Joeylein? Joeychen? Joeychen, als wir in Finnland waren. Ich weiß nicht, habe ich dich bei der Endcard Joeychen oder irgendwas habe ich gesagt. Ich fand es auf jeden Fall total süß. Ich glaube Joeychen. Nein, ich habe nicht Joeychen. Jöschen hast du nicht gesagt. Joeychen? Joeychen? Ich weiß es nicht mehr. Egal, wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zu unserem Tauchkurs. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Schiss. Ja, vor allem weiß ich ja noch gar nicht, was wir da machen müssen. Ich weiß es auch nicht. Also wir wissen ja nichts. Aber warte mal, wir können es ja eigentlich sagen. Ich habe es nämlich noch nicht erwähnt. Ich wusste nicht so richtig, ob wir das machen können oder nicht. Aber Leute, wir machen heute einen Tauchkurs für unser Format Julia vs. Joey, was ja jetzt schon angelaufen ist. Nicht nur für wenn unser ihr Format, für unseren YouTube-Kanal Julia vs. Joey, wo ganz viele Videos kommen, wo wir in jedem Video crazy Challenges gegeneinander machen. Ja, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, dann erstens lebt ihr hinterm Mond und zweitens solltet ihr dann jetzt mal ganz, ganz schnell auf den Kanal gehen. Julia vs. Joey ist auch unten in der Infobox verlinkt. Mhm. Und wenn ihr nicht abonniert habt, dann seid ihr entweder blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Ganz genau. Es sind jetzt auch schon, ich weiß nicht, wie viele Folgen online, aber es ist auf jeden Fall schon angelaufen. Wir haben keine Ahnung, wie es bei euch angekommen ist. Nee, das wir noch hoffen nicht. Gut. Wir haben Folge 1 gestern schon gesehen. Und wir waren komplett begeistert. Ja, es ist so geil geworden. So unfassbar geil, das zu sehen. Ich muss echt sagen, es ist noch viel geiler geworden, als ich dachte. Ja, und es war ja nicht mal die fertige Fassung. Das Ding ist halt, wir waren so unter Adrenalin teilweise. Ich konnte mir in dem Moment gar nicht vorstellen, wie wird das wohl am Ende aussehen. Und ich habe irgendwann vergessen, dass wir gefilmt werden. Ich habe irgendwann vergessen, dass das passiert ist, was man da sieht in dem Video. Ja, stimmt. Ich auch. Ich erinnere mich auch noch voll vieles nicht. Weil es einfach so crazy war. Auf Leute, jeden guckt Fall, euch an. Genau, guckt euch unbedingt an. Es ist wirklich, ihr verpasst was, wenn ihr es nicht macht. Und jetzt werden wir erstmal tauchen. Und ich werde Julia irgendwie dazu bringen, dass sie ihr Handy mit ins Wasser nimmt, weil es ist wasserdicht. Und wir wollen ja die... Aber ich traue mich nicht. Wir wollen die Unterwasseraufnahmen von dir im Bikini. Du Assi. Das Ding ist, wir wissen halt auch nicht, warum wir diesen Tauchkurs machen. Wir wissen ja bei dem Format vorher nicht, was passiert. Ja. Also wir wissen, in welches Land wir fliegen oder wohin wir fahren. Ja. Aber auch nur kurz vorher.
Und dann können wir uns irgendwie ausdenken, was passiert. Also offensichtlich müssen wir irgendwo tauchen. Wir wissen nicht mal wo. Nee. Aber warum und wohin wir tauchen müssen, kein Plan. Wir wissen nicht mal, wie dieser Tauchkurs aussehen wird, was wir da lernen sollen oder irgendwie sowas. Ich check's auch nicht. Vor allen Dingen, ist das dann mit Flasche oder ohne? I don't know. Also, ich sag mal so, ich habe meine Flasche dabei. Was ist das denn? Das ist eine Wasserflasche. Was ist das denn? Wie riesig ist die denn? Ey, aber sieht aus wie so eine Tauchflasche. Hä? Ja, sieht wirklich aus wie eine Tauchflasche. Was ist das denn, Joey? Ich will jetzt eine ordentliche Wasserflasche haben, die nicht mehr ausläuft. Aber die ist doch scheiße, oder? Aber Alter, die ist so schwer. Ich wollte es gerade sagen, die sieht so schwer aus. Doch scheiße. Wie gut, dass jetzt aber gepasst hat. Ne? Ja, das hat wirklich sehr gut gepasst. Hat nicht geplant. Wie viel passt da rein? 1,5 Liter. Boah. Ja. Aber ist das so eine Thermoskanne? Ja, die hält auch für immer kalt und so. Für immer? Für immer und ewig. Mein Stanley Cup hält ja auch für immer kalt. Ja, aber sieht halt auch scheiße aus. Hast du den nicht verloren? Der sieht total cool aus. Ja, ich habe den bei unserem Gimondo-Dreh habe ich den liegen lassen. Die wollten mir den eigentlich schicken, aber er ist nie angekommen. Deswegen freue ich mich so krass, dass ich bald nach New York fliege und mir einen neuen kaufen kann. Wirklich, seit Monaten freue ich mich auf New York, aber am meisten wegen diesem scheiß Stanley Cup. Noch nie warst du ein größeres Common White Girl. Gott, ey, aber ohne Spaß, der ist einfach geil. Der sieht cool aus. So, und an der dieser Stelle enden wir den Vlog jetzt. Tschüss, bis gleich. Wir sind angekommen, Leute, und es riecht so richtig schön nach Schwimmbad. Nach Chlor. Nach Chlor. Ich finde das so geil. Ich lieb's auch. Und guck mal, hier sind voll die schönen Pflanzen im Hintergrund. Super. Und eine schniefende Debbie. Ja, und eine schniefende Debbie. Ey, ich freue mich jetzt richtig doll. Ich habe zwar keine Ahnung, was wir machen, aber das sieht. Ich habe gerade auch von außen, ich habe Rutschen gesehen, Joey. Können wir bitte rutschen gehen, wenn wir fertig sind? Sie an, sie habe ich auch zu Hause. Gehst du mit mir rutschen? Ja, ich gehe mit dir rutschen. Was ist das für eine? Das ist ein Philodendron Green Lime oder sowas. Oh ja, das sieht tatsächlich nach Green Lime aus, diese schöne... Das ist eine Neon. Es sieht genauso aus wie das. Ist das nicht dasselbe? Das hat viel größere Blätter irgendwie. Ja, es sieht einfach aus, als wäre die älter als die. Und das hier ist ein Gummibaum. Ein Gummibaum. Ein Gummibaum? Ficus elastica auf Latein. Gummi? Ja, nennt man halt so in Umgangssprache. Und was ist das hier? Das ist eine Alokasie. Ja, das wusste ich. Eine Alokasie, das wusste ich. Wirklich? Mhm. Nein, wusste ich nicht. Holt uns jetzt hier jemand ab oder müssen wir irgendwas tun? I know nothing. Ich glaube, jemand steht für uns an und regelt alles, damit wir entspannt weiter Pflanzen angucken können. Super, da freue ich mich ganz doll. Ich liebe Pflanzen. Joey hat ein bisschen Juice auf seiner Badehose. Meine Seife ist ausgelaufen. Ja, deine Seife. Ja, nee, die ist dicht. Ist Protect and care. Ja, Juice. Ich habe kein Juice in meinem Ding. Ja, das ist von vorher. Ich weiß ja nicht, was du davor zu Hause gemacht hast. Das ist meine Gymhose. Das ist meine Badehose. Ist nicht eine Badehose? Nein, ich habe doch keine. Ich habe doch nur diese eine peinliche Windelbadehose. Die ziehe ich doch nicht an. Warum nicht? Weil die peinlich ist. Ich fände es total witzig. Ich bin auch fast nackt. Da kannst du auch fast nackt sein. Ich bin fast nackt in diesem Teil. Ja, aber nicht so nackt wie mit deiner Windelhose. Aber ich habe ein Schlippi mit drin. Man ja, super. Das ist sehr schön. Das freut mich. Ich wollte deinen Schnippi auch nicht sehen. Tatsächlich. Blöde Kuh. Blöde Kuh, weil ich dein Schnippi nicht sehen will. Ich wollte deine Mumu sehen, weißt du? Ja, da sind wir unterschiedlich. Ich bin jetzt die ganze Zeit beim Tauchtraining. Ich habe gerade schon Pause gemacht. Ich habe keine Ahnung, wo Joey ist. Vielleicht ist er gerade unter Wasser. Ich weiß es nicht, weil wir getrennt trainiert werden. Und es macht so viel Spaß. Es ist richtig cool irgendwie. Es ist richtig geil. Ich werde jetzt das erste Mal ohne Hilfe tauchen. Mal gucken, wie das geht. Da los? Shampoo-Flecken. Ach, Shampoo-Flecken oder etwa Juice? Guck mal, wie ich aussehe. Es wurde mal wieder ein bisschen juicy. An einem Juicy Ass. Mm. Ja. Juice-Flecken zeigen. Nee, deine Schandflecken wolltest meine du zeigen, ne? Schandflecken. Ich sag mal so, bei mir ist nichts mehr juicy. Vorhin im Schwimmbad sah das ein bisschen anders aus. Ja, aber da war der Juice schon längst wieder weg. Juice klingt auch so widerlich, Julia, lass es bitte. Ich meinte halt am Anfang nicht mal damit Sperma. Ja, aber es klingt du halt hast so. Du hast es einfach so verstanden. Nee, du. Da kann ich überhaupt gar nichts
dafür. Wir gehen jetzt nach Hause und hatten einen tollen Kurs. Ja, es war sehr anstrengend, aber es war auch sehr geil. Eigentlich hatte Julia einen tollen Kurs, weil mein Kurs funktionierte nicht, deswegen konnte ich keinen Druck machen. Aber du konntest richtig lange Luft anhalten, oder? Ja, du aber auch, oder? Nee, wie lange hast du geschafft? 2 Minuten 15. Eine Minute 40. Dafür habe ich tauchen können, du nicht. Lange Luft anhalten bringt dir nämlich auch nichts, wenn es nur an der Oberfläche geht. Das stimmt, aber sie hat gesagt, an der Luft wird es nicht scheitern. Am Ohr? Hm. Könnte. Ja, aber das ist ja auch nur, weil du erkältet bist, oder nicht? Das war voll kacke. Ich soll heute üben und kann nicht üben. Ja, das ist scheiße. Das ist schon ein bisschen sinnlos gewesen jetzt. That's true. Vor allem ist es doch das erste Mal jetzt, dass wir eine Übung für irgendwas hatten. Das stimmt. Wir haben sonst nie irgendwie geübt. Ja, weil es halt risky AF ist. It's really risky AF, but it's also fun AF. Ihr habt gerade die ganzen Aufnahmen gesehen, von wie ich da runter stolziert bist. Es war bin. Was? Übertrieben die geilen Aufnahmen. Ja, richtig geil. Also es hat schon echt Bock gemacht und ich möchte jetzt Taucherin werden. Ich auch. Gehen wir dann zusammen noch Seepferdchen tauchen? Ja, es gibt anscheinend in Indonesien so Mini-Seepferdchen. Ja, das ist so eine ganz bestimmte Art, die gibt es nur auf 6 Kilometer Streifen im Wasser. Echt jetzt? Ja. Sehen wir die zweite Diese Staffel. On this planet. Okay, Leute, ihr müsst alle ganz, ganz dringend Julia vs. Joey ganz, ganz oft gucken. Dann können wir Staffel 2 machen und dann können wir nach Indonesien. Und wir werden diese Seepferdchen sehen. Diese Seepferdchen. Wir schwören. Ja, schwören wir? Nee. Aber wir versuchen. Wir versuchen. Vielleicht werden es auch Buckelwale, aber auch schön. Ja, egal. Hauptsache. Oder Delfine. Rosane. Gibt's das? Es gibt rosane Delfine im Amazonas. Aber der ist so dreckig, dass man die nicht mit Brille sehen kann. Ich hab leider nicht mehr. Kannst du nur sehen, wenn die hochspringen. Mit meinem Handy. Dieses Wasser ist was. Nee, dann möchte ich nicht in den Amazonas. Das Wasser ist so schlammig da. Ja, ist auch gefährlich, weil da gibt es Piranhas, die fressen Fleisch. Schlammwasser kann. Auch Menschenfleisch? Mhm. Schlammwasser kann aber auch super reinigend für die Haut sein. Das glaube ich nicht. Das wahrscheinlich nicht. Ich war schon im Toten Meer baden, da war auch Schlammwasser. Das war aber ein bisschen gruselig, wie die Leute sich da diesen Schlamm überall hingeschmiert haben. Du nicht? Ich nicht. Hast du es nicht ins Höschen geschmiert? Ich hab's mir nicht ins Höschen geschmiert. Gut. Leute, ich bin zu Hause und ein Paket ist bei mir angekommen. Und zwar ist das meine neue Vlogkamera. Eigentlich müsste ich jetzt direkt duschen gehen. Vor allen Dingen, weil meine Extensions auch gerade aufgeweicht sind und man nicht so lange die Haare nass haben sollte mit Extensions. Aber ganz ehrlich, ich war sowieso stundenlang im Wasser. Es ist an diesem Punkt auch egal. Und ich bin so unfassbar excited über diese Kamera. Ich hoffe, die ist geil. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee war, diese Kamera zu holen, weil das keine klassische Vlogkamera ist. Aber I will try it out. Ich habe ja meine kaputt gemacht, weil ich die habe runterfallen lassen und meine Schwester sie dann nochmal hat runterfallen lassen. Sehr, sehr smart. Und deswegen habe ich mir jetzt diese hier geholt. Das ist die DJI Osmo Pocket 3. Und die soll richtig cool sein. Vor allen Dingen ist die halt mini klein und super praktisch. Kann ich überall mit hinnehmen, was mega geil ist. Wenn die jetzt auch noch ein gutes Bild hat, also eine gute Kameraqualität, dann ist das wirklich ein absoluter Gamechanger, weil meine war halt jetzt auch, also die war zwar nicht groß, aber jetzt auch nicht klein. Also die war schon relativ klobig und die Kacke hier geht nicht auf. Was ist das denn? Hallo. So, jetzt. Und dann kann ich die halt einfach wirklich immer in meine Jackentasche fast schon packen und euch überall mit hinnehmen. Und das fände ich mega cool, weil meine Kamera hat mich schon echt gut genervt, weil ich halt auch immer nur so kleine Taschen habe. Und die hier wäre halt wirklich so ein Gamechanger. Guck mal, wie klein die ist. Ist das cool? Und die hat sogar so einen Bildschirm, den man einfach so flippen kann. Und dann geht sie an. Wie cool. Okay, ich muss jetzt erstmal hier die Sprache und alles einstellen. Deutsch. Ist das? Nee, das will ich jetzt nicht machen. Gimbal gedreht. Hä, wie krass. Okay, es ist schon komisch so ein bisschen damit, weil die irgendwie ganz anders funktioniert wegen diesem Gimbal, aber irgendwie cool. Gimbal gedreht. Ist das witzig? Gimbal gedreht. Okay, Leute, ich glaube, ich mache da jetzt mal einfach eine Speicherkarte rein und dann testen wir das Ding zusammen, oder? Machen wir so. Bis gleich. Hallo, Leute. Könnt ihr mich gerade sehen? Ich glaube schon, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, es funktioniert. Hä? Wie cool. Okay, also irgendwie ist diese... Also ich verstehe es noch überhaupt nicht, muss ich sagen. Es ist noch super weird, weil diese Kamera so nachzieht. Und das finde ich ganz scheiße. Aber das kann man doch bestimmt irgendwie ausstellen, oder? Das muss man noch ausstellen können. Leute, das muss man ausstellen können. Ist es cool? Mögen wir das? Ich weiß nicht. Es ist gerade irgendwie so ein bisschen ungewöhnt. Ich habe die jetzt gerade auch das erste Mal angemacht. Übrigens war ich in der Zwischenzeit duschen. Habe mich umgezogen und meine Haare gewaschen. Also ich sehe wahrscheinlich komplett anders aus, auch wenn ich gesagt habe, ich tausch mal kurz die Kamera, aber ich habe sie erst aufgeladen und meine Speicherkarte gesucht und alles. Sind wir hier bereit, um uns mal miteinander anzufreunden? Aber ich weiß gerade noch nicht, ob wir uns anfreunden, ob wir befreundet sein werden oder nicht. Gimbal Endpunkt erreicht. Hilfe, komm mal wieder zurück zu mir.
Guten Tag. Also jetzt gerade ist es irgendwie noch ein bisschen komisch, aber ich glaube, ich muss mich mit dieser Kamera hier auch erstmal anfreunden. Ich weiß nicht, findet ihr die Qualität gerade gut? Ich filme jetzt halt im beschissensten Licht, wo man anfangen kann zu filmen, ne? Also es ist halt einfach super spät abends schon, aber ja, keine Ahnung. Ich mache jetzt mal hier die Gesichtserkennung an, dass der halt meinem Gesicht voll... Oh, das finde ich schon besser, oder? Finden wir das besser? Ist das besser? Nee, das ist auch nicht besser, oder? Hallo. Das ist irgendwie alles ganz weird. I don't get it. Naja, ich werde auf jeden Fall das mit der Kamera hier nochmal ein bisschen weiter austesten. Ich kriege jetzt gleich kurz Besuch. Wir werden mal gucken, wie das hier noch weiter mit uns läuft. Und ja, ihr könnt mir ja auch mal sagen, wie ihr es bis jetzt findet. Wahrscheinlich ziemlich beschissen, weil dieses Gimbal halt noch rumgimbelt. Also ich will das irgendwie, das soll mal so bleiben, wie es ist. Das soll sich nicht so mitbewegen. Ich will entscheiden, wohin sich das bewegt. Nicht das Ding. Stopp, sei still. Naja, wir werden sehen.